Wir geben unseren Hunden meist hier das Stadtwasser aus der Leitung. Jetzt habe ich das so festgestellt bei unserer Hündin, die findet das ganz toll, die trinkt das sehr gern. Und während unserer Rüde geht lieber an Pfützen und irgendwo in Behälter, wo Regenwasser drin ist. Ich würde sagen, dass das sicherlich keine schlechte Variante ist. Manchmal denkt man, man geht im Wald spazieren, da ist eine Pfütze und der Hund macht und man, oh, um Gottes Willen, die Bakterien. Ist im Prinzip auch richtig, nur sollte ich auch bedenken, in dem Wasser, wenn es jetzt frisch ist nach dem Regen, das ist eine Pfütze, die ist auf der Erde, da sind Mineralien drin, ist also nicht unbedingt wirklich schädlich. Es gibt Möglichkeiten, das Stadtwasser zu beleben. Ich möchte jetzt keine Firmen nennen, da kann man das Wasser verwirbeln. Man kann Edelsteine reinlegen in die Schalen oder es gibt auch Tonpipes, die sind dann mit bestimmten Mineralien noch behaftet, die das dann nach und nach ans Wasser übergehen. Es ist also auch eine wichtige Sache, dass wir auch darauf achten, dass wir unserem Hund gutes Wasser geben, weil er das eben auch sehr wichtig und dringend zum Leben braucht. Er nimmt es einmal durchs Trinken auf und einmal aber auch über die Nahrung. So, zum Thema Dosen möchte ich nur kurz erwähnen, ist gerade der Proteingehalt immer sehr niedrig und wenn ich jetzt den Hund viel mit Dosenfutter ernähre, müsste ich eigentlich sehr viel mehr füttern, damit er die Nährstoffe erhält, die er auch braucht. Dann zum Barfen gibt es also auch unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine sagt, da muss jetzt gequetschte Hafer mit rein, Schmelzflocken, was auch immer, zu einem Drittel Getreide, ein Drittel Gemüse, ein Drittel Frischfleisch. Rohes Fleisch. Prinzipiell würde ich dazu sagen, ich tendiere jetzt nicht dazu zu sagen, so ist es richtig oder so ist es richtig, sondern ich muss gucken, wie geht es dem Hund. Und 50% Fleischanteil aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung wäre optimal und die anderen 50% sind dann Gemüse, Öle, dann kommen Knochen dazu. Und ich fütter also auch dann schon mal Joghurt mit Beeren und Honig. Es ist schon wichtig, dass man es ein bisschen abwechselt. Was noch wichtig ist in der Ernährung, ist natürlich die Sicht des Besitzers. Was möchte ich? Der eine ekelt sich vor rohem Fleisch. Dann frisst es der Hund vielleicht nicht und dann kommen ja im Sommer da Fliegen dran. Das ist vielleicht auch nicht so schön. Andere aus Zeitgründen füttern halt gerne Trockenfutter, weil da soll ja alles drin sein, das ist super. Und es spielt natürlich auch immer Geld eine Rolle. Obwohl heute eine Kundin zu mir sagte, ich gebe doch das Geld lieber für Hundefutter aus, als dass ich es zum Tierarzt bringe. Das Geld und den Hund natürlich auch. Und ich habe da mal so eine kleine Formel entwickelt, die man für sich selber vielleicht ein bisschen verändern könnte. Und zwar heißt es, Futter ist gleich Hund und Mensch geteilt durch Euro. Und wer möchte, kann das natürlich dann auch sich verändern, wie es ihm vielleicht besser gefällt. Ja, also kein Standardkonzept, keinen Ernährungsplan für jedermann. Jetzt möchte ich so ein bisschen, jetzt komme ich schon in diesen spezielleren Bereich rein, so ein paar Irrtümer ansprechen, zum Beispiel Hühnerknochen. Man sagt ja immer, oh, um Gottes Willen keine Hühnerknochen. Das ist nur bedingt richtig. Wenn ich nämlich den Knochen oder ein ganzes Huhn von mir aus auch roh gebe, passiert da nicht viel in der Regel. Ist der Knochen aber gekocht, dann verändern sich die Eiweißverbindungen und der splittert dann. Und das sollte man natürlich auf jeden Fall nicht machen. Dann geht es um Schweinefleisch. Das wäre roh auf jeden Fall tabu, das würde ich also auch so unterstreichen. Und was aber viele nicht wissen, dass speziell in günstigen Trockenfuttern ist immer Schweinefleisch mit drin. Und Schweinefleisch prinzipiell ist auch nicht schlecht, nicht unbedingt schlecht, wird aber im Prinzip eigentlich weniger benutzt, es sei denn, wie gesagt, in Trockenfuttern ist es, um es günstig zu machen, einfach mit drin. Dann Thema Welpenfutter. Da steht auf den, wenn man jetzt Trockenfutter füttert, auf den Futtersäcken steht dann drauf bis zu 18 Monaten. Und da würde ich auch zu sagen, man kann das 4 Monate lang gut füttern, wenn ich nicht barfe, sowieso von vornherein.
Denn ab dem vierten Monat hat der Hund schon nicht mehr diesen Riesenbedarf. Und ja, man kann da schon anfangen zu gucken, gehe ich nicht schon Richtung Erwachsenenfutter. Ist für die Entwicklung sicherlich besser, als dass ich ihn wirklich bis zu anderthalb Jahren da voll power. Ja, was ich vorhin schon erwähnt hatte, beim Barfen wird vielfach auch auf einen zu hohen Fleischanteil zurückgegriffen. Aber das ist ein Streitpunkt und letztendlich sage ich immer unterm Strich, gucke ich, wie geht es dem Hund? Ist er gesund? Fehlt ihm was? Und so finde ich dann auch das richtige Futter raus. Dann noch ein Thema Umstellungen. Ob von einem Trockenfutter zum anderen oder von Trockenfutter zu roh oder wenn ich zwischendurch dann mal was gekocht ist, auch kann ich das denn jetzt auf einmal? Prinzipiell ist der Hund von Natur aus so ausgestattet, dass er alles von jetzt auf gleich vertragen könnte. Ich selber bin selber auch so ein kleiner Schisser und sage also nicht jetzt von heute auf morgen, du kriegst jetzt mal was ganz anderes, ich will das mal ausprobieren. Ich mache das dann auch immer in einer kleinen Menge. Aber prinzipiell vom Verdauungstrakt her ist der Hund in der Lage, von jetzt auf gleich was völlig anderes zu fressen und auch zu verdauen. Und je abwechslungsreicher die Ernährung eines Welpen ist, desto besser ist das auch im Folgeleben, was er verträgt. Und auch das Abdecken der Bedürfnisse des Körpers ist einfach dann auch gewährleistet. Jetzt komme ich mal zum Thema Krankheiten. Es gibt auch wie bei den Menschen sehr viele ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten. Und ganz viel habe ich es leider auch sehen müssen, dass speziell, wenn Welpen geimpft wurden, so im vierten, fünften Monat fangen die an, so Schwierigkeiten mit der Verdauung zu bekommen, haben Durchfälle ganz viel. Und ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Der Hund, meiner Meinung nach, muss natürlich geimpft werden, aber ich würde das Thema ein bisschen sensibler betrachten und nicht einfach von vornherein sagen, so, jetzt hier alle Impfungen durch, sondern einfach mal ein bisschen gucken, was brauche ich jetzt wirklich. Im Moment haben wir keine Tollwut im Märkischen Kreis, so viel ich weiß. Da kann man auch mal ein bisschen nachhaken. Auch andere Krankheiten, ich will das eigentlich jetzt nicht näher erläutern. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzuhaken und sich zu informieren, ob ich meinem Hund wirklich so viel aussetzen muss. So, was noch gut ist, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hund naturgemäß roh ernährt, ist, dass ich weniger Probleme habe mit den Ohren. Ich habe weniger Körpergeruch, weniger Zahnstein. Das sind eigentlich so gängige Argumente, die fürs Rohfüttern sprechen, auch weniger Nierenprobleme, Übergewicht. Selbst eine Kundin hatte jetzt gesagt, sie hat die Futtersorte gewechselt und auf einmal war der Hund wesentlich ausgeglichener. Man kann in seltenen Fällen sogar auch über eine gute Ernährung, über ein gutes Futter eine Verhaltensauffälligkeit verbessern. Oder man kann da auch eine Verbesserung erreichen. Bei der Gelegenheit möchte ich eigentlich ganz gerne ein Buch empfehlen von Frau Dr. Jutta Ziegler. Die war jetzt auch irgendwann mal in der Aktuellen Stunde. Sehr schönes Buch, wenn Hunde würden länger leben, wenn. Auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, und durch eine artgerechte Rohernährung ist halt eine Verbesserung eines problematischen Gesundheitszustandes definitiv möglich, das ist so. Noch ein interessantes Thema ist das Übergewicht bei Hunden. Was also auch nicht so sehr bekannt ist, das sind die Dickmacher, wie Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis. Das sind eben Kohlenhydrate, die der Hund nicht wirklich zwingend braucht. Wenn das verträgt, ist es gut, dann darf er es natürlich auch haben. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der etwas dicker ist, dann, und ich lasse diese Kohlenhydrate weg, dann kann ich davon ausgehen, dass er also in der Tat dann auch abnimmt. Dazu kommt natürlich Bewegung. Wenn der den ganzen Tag rumliegt, dann ist das natürlich auch eine Sache, die nicht gut ist für die Knochen, weil auch die Knochen bewegt werden müssen, um Gelenkschmiere zu bilden und so weiter.
ist nicht nur eben gut für die Fettverbrennung, sondern eben auch für den ganzen Organismus und für unseren ja auch, wenn wir mitlaufen. Ja, jetzt komme ich mal zu unserem Hund. Da möchte ich mal ein kleines Beispiel erzählen. Der hatte eine Zeit lang arge Probleme mit einer gesunden Ernährung. Er wollte nicht so gerne gutes Futter essen. So, und jetzt gibt es natürlich auch eine Möglichkeit. Ein Hund, zu dem Thema kommt ja auch die Renate gleich noch, telepathisch zu fragen, was möchtest du denn essen? Und ich habe mich dann in ihn hineinversetzt und eingefühlt. Und was ich da als Ergebnis bekam, das hat mich doch so ein bisschen von den Socken gehauen. Er sagte mir, ich möchte jetzt mal so einen richtigen, ordentlichen Teller Spaghetti Bolognese. So, da habe ich gesagt, okay. Eigentlich heißt er Ashton Brown, jetzt heißt er auch öfter mal Enzo Barilla, weil wir festgestellt haben, dass er also unheimlich gerne italienisch isst. Ja, und dann habe ich ihm dann mal einen Teller Spaghetti Bolognese gegeben und habe aber dann gleich gedacht, Moment, Ernährung ist ja auch so ein bisschen Ressource und Macht und Druckmittel. Und wenn du das jetzt machst, dann nachher ist er dann vielleicht doch dein Chef und nicht ich seiner, weil ich sage hier, du sollst gesund essen. Und er sagt, nö, ich möchte aber Spaghetti Bolognese. Aber das Schöne danach war, er hat dann auch wieder gesund gegessen. Es war also wirklich ein Herzenswunsch von ihm, wenn wir Spaghetti Bolognese essen, dass er damit essen darf. So, und da hat das wunderbar funktioniert. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen vom Thema abschweifen, wie ich das schon angekündigt hatte. Und zwar ein anderer Ansatzpunkt für mehr Gesundheit und Wohlbefinden, neben natürlich Bewegung, Pflege, Erziehung, auch liebevolle Konsequenz. Das ist Natürlichkeit, Einfühlungsvermögen, Liebe und Vertrauen. Und unsere Hunde können durch Krankheiten und auch durch Verhalten auf Missstände hinweisen. Und die müssen wir natürlich erkennen. Es ist kein Zufall, dass das Tier bei uns ist, sondern es hat eine Aufgabe. Wir sollen uns nämlich weiterentwickeln. Und dann frage ich mich oft, wenn sich irgendein Problem darstellt, was muss ich wissen? Was muss ich ändern? Und eben dann, um auch auf ein Ergebnis zu kommen, denke und fühle ich mich in den Hund ein. In jedem von uns steckt ein Experte und jeder hat seinen individuellen Weg, sowohl mit dem Hund als auch für mich selbst. Und jeder von uns schreibt seine ganz eigene und wichtige Geschichte. Jetzt wollte ich eigentlich noch einen Text vorlesen, den werde ich in der nächsten Bello-Ausgabe dann veröffentlichen natürlich, weil das Buch habe ich vergessen. Da geht es auch so um allgemeingültige Geschichten. Was eben wichtig ist, ist natürlich eine gute Ernährung, aber das ist nicht alles. Der Hund ist nicht gesund, nur weil ich ihn jetzt gut ernähre. Es gibt ganz viele andere Faktoren noch, die für eine gute Gesundheit sind. Und da, denke ich, arbeiten wir heute Abend so ziemlich alle dran. Das war es von meiner Seite auch jetzt schon. Und freue mich auf ein paar Fragen.